Nadine also. Ja, ich habe es auch gesehen, aber ich habe nur leichte Umrisse gesehen für eine Sekunde und habe Atta dann geschrieben und dann hat er gesagt, er hat es auch gesehen und es war ein goldenes Wesen. Die Mic ist auf. Jo Mic is off, Brother Moses. Your both mics are off. Now, Okay, now it's on. English. Then Brother Sir, Joshua. after ये तो कमोशन है, तभी ये शोर कर रहे हैं। दो जी मिनट है। ये Now you should hear us. yes, yeah, very clear. All right, perfect. Yes. Thank you. Should I begin now? Hast du auch nochmal? Genau. Hast du da auch Aufnahme? Ja. Okay. Die. Ja, Bruder. जी हजूर. जब वेन ब्रदर याशुआ वॉज ट्रांसलेटिंग इन जर्मन अबाउट मसायाज लेक्चर, आई सॉ देर वॉज अ गोल्डन बींग स्टैंडिंग एट हिज राइट साइड. Als Joshua übersetzt hat, gerade eben beim Vortrag, habe ich gesehen, wie ein goldenes Wesen an seiner rechten Seite stand. Hey, oder He was Mann? Oh, Mann. very taller. Es war ein größeres, dieses Wesen war größer. And his arms was very longer and it Und was eine moving. Hand. Entschuldigung. Seine Arme waren sehr lang. And which me also saw was quite long time, almost whole seminar he was there. Und ich habe dieses Wesen dort gesehen und das war für eine sehr lange Zeit. Fast das ganze Seminar stand dieses Wesen. And at the same time, Nadine also sent me a message that she has saw something spirit next to Brother Jacob. Und gleichzeitig hat Nadine mir eine Nachricht geschickt, dass sie etwas neben Jakob gesehen hat. Neben Joshua. Joshua oder Jakob? Joshua. Ja, die auch was neben Joshua stehen gesehen hat. Wow, wonderful. Was it one being or two beings? I saw one being on his right side. Ein Wesen auf seiner rechten Seite habe ich gesehen. Ich habe es auch auf der rechten Seite gesehen, aber nur für eine Sekunde. See, Also. Nadine saw this being, but just for one second on Joshua's right side. Wow. Wow. That's amazing. We will have you with Nee, weil jetzt haben zwei noch gebraucht. Also, nee, you just bring here. So Simon have more with this so Simon. Wenn du noch auch noch rückst, dann ja. Ja. Okay. Nee, aber meine Beine waren auch. Okay. Ist okay? Wir können kommen. Okay. Atta, you can hear? I can start. Yes, Azur, you can start. You can begin. We can hear you. Okay. Thank you.
Why Golden and you being first time in human history, they are coming. Warum kommen die goldenen und blauen Wesen zum ersten Mal in der Geschichte nun? Actually, there was a time when even they did not allow angel to come in golden and blue heaven. Es gab eine Zeit, in der die Engel nicht mal in die blauen Orden Himmel konnten. They did not allow, actually. Ihm wurde es nicht erlaubt. The nature of golden and blue heaven. Die Natur der goldenen und blauen Himmel ist so, They are very emotional about life. sie sind sehr emotional über Gott. So you can say they are in direct dominion of. Man kann auch sagen, sie sind unter der direkten Herrschaft Gottes. You can call them son and daughter of God. Ihr könnt sie Söhne und Töchter Gottes nennen And all prince and princess. oder Prinzen und Prinzessinnen. I have many, many times they visit me. Viele, viele Male haben sie mich besucht. Question rise, Die Frage ist, why all the way angels have taken care this human things? warum haben bis jetzt die Engel sich um die menschliche Schöpfung gekümmert? Angels are very intelligent, Die Engel sind sehr intelligent, but same time they are very intellectual. aber gleichzeitig sind sie auch sehr intellektuell. Same time they like to judge human being. Und gleichzeitig wollen sie auch die Menschen richten. I like to say many time example of Jesus Oftmals möchte ich hier das Beispiel über Jesus geben, because he was a Messiah. denn er war der Messias. Messiah. That's Messias. why I give mostly his example, Deswegen gebe ich meistens sein Beispiel, not about prophet. nicht über Propheten. You say Jesus hat gesagt, that they will judge mankind until they will pay last penny actually dass in double vision. sie die Menschheit richten werden, bis sie den letzten Cent wieder zurückgezahlt haben. They will, so judgmental, very judgmental. Das heißt, sie haben eine sehr beurteilende Natur. Second disadvantage happened that billion-year human creation did not respond God actually. Die zweite, was passiert? Der zweite Nachteil ist, dass sie Gott nicht gefolgt sind. Der zweite Nachteil war, dass sie Gott nicht gefolgt sind, Gott nicht geantwortet haben. They did not respond God voice actually. Dass sie Gottes Stimme nicht erwidert haben. So in this case, In diesem Fall Angel became too low to as a subject position to human being actually. sind die Engel schon seit einer zu langen Zeit in der Subjektposition gegenüber den Menschen. And they became so much subject position, Und sie sind so sehr in die Subjektposition getreten, they don't want to lose their handsome. sie wollen Dominion. So many, yes. Sie wollen nicht, dass sie mittlerweile nicht mehr ihre Herrschaft aufgeben wollen. Now question is, Frage ist, when we talk about angel creation, wenn wir über die Engelschöpfung reden, so much angel creation response or taking care wie sehr kümmert sich die Engelschöpfung um uns und wie sehr erwidert sie unser Verlangen? of. It is very sad, but you should know. Es ist sehr traurig, aber ihr solltet wissen, ne, In Angel Book, you will get much more information. dass in dem neuen Buch über die Engel ihr viel Informationen über sie erhalten werdet. So almost93% Angel, they have nothing to do with us actually. Fast beinahe 93% der Engel haben nichts mit uns zu tun. They are living their independent creation. Die leben in ihrer eigenen Schöpfung, in ihrer eigenen unabhängigen Schöpfung.
So I don't have in my mind 97%. I have nothing to do on 93%. Ich habe in meinem Kopf habe ich jetzt entweder 93 oder 97% der Engel, die nicht los But I write down what Gabriel was saying in the ancient. Aber in dem Buch über die Engel sage ich euch ganz genau, was Gabriel mir gesagt hat, wie viel Prozent der Engelschöpfung nichts mit uns zu tun haben. So 5%, you can say that they are dealing with us. Das heißt also, jetzt mit den Zahlen, die wir haben, dass 7% der Engel mit der Menschheit sich auseinandersetzen. So what did you hear? This Archangel Raphael, Gabriel, Gabriel, Michael. die Namen, die ihr kennt von Erzengel, sind Erzengel. Gabriel, Michael, Archangel Israfel, Israfel, Raphael. Raphael. Yes. And there are few among of million Archangel who take care of us. Und es gibt ein paar unter diesen Millionen von Erzengeln, die sich um uns kümmern. Only few. Nur ein paar. Yes. And they are dealing with us in the dark age of creating new religion, inspiring us. Sie waren diejenigen, die uns in den dunklen Zeitaltern inspiriert haben, neue Religionen zu erschaffen, uns auch allgemein inspirierten. So, the system which is functioning, this is something new. Das System, was dort arbeitet, das ist etwas Neues für euch. So, I mean, explain many things, Ich meine, ich erkläre viele Dinge, but I cannot explain billion things aber ich kann nicht Milliarden von Dingen erklären. because I don't know where to begin actually. Denn ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Because sometimes I don't find how you call this thing, sorry, Weil ich finde Well, manchmal keinen roten Faden. yes, so it is a very complicated process. Es ist also ein sehr komplizierter Prozess. So Angel have dealing with evil? Die Engel haben sich also um das Böse gekümmert. No, they are dealing. Nein, nicht eingelassen. They verhandeln mit der. Verhandeln. Yeah, Ja, nicht. das heißt auch gekümmert. Yes. Verhandeln is not a kümmert, yeah. Kümmert mean then somebody take care, okay? Verhandeln. Die haben damit What verhandelt. business? Die haben Geschäfte gemacht. Yes. Because not that they want to have dealing with this evil, but they have to. Sie wollten keinen Handel mit dem Bösen eingehen, aber sie mussten. Because they are evil? Denn die Menschen sind böse. Nein, nein. Wer sind? Evil means there are many creations who fall. Es gibt viele Schöpfungen, die gefallen sind. Yes. So they are evil. Sie sind böse. Human beings are inclusive. Darunter zählen auch die Menschen inklusive. Then they are fallen. Dann sind sie gefallen. Fallen beings. Dann sind die gefallenen Wesen Or fallen angel. oder die gefallenen Engel. Then they are mixed fallen and good angel. Dann gibt es gemischte gefallene und gute Engel. Then they are mirror dimension compromise different being and angel. Dann tun sie noch in mittleren Dimensionen mit verschiedenen Engeln und Wesen Kompromisse eingehen. Then they are compromising with neutral dimension. Dann gehen sie noch verschiedene Kompromisse in neutralen Dimensionen ein. Then they have all authority to deal with this paradise. Dann haben sie noch die ganze Autorität, mit dem Paradies, Geschäfte zu machen. Who go, who don't go. Wer dorthin geht und wer nicht. That's why Jesus said, Deswegen hat Jesus auch gesagt, when the Peter mother says, als Petrus Mutter sagte, I want he sit down in the glory of God, right or left, actually, my son. ich möchte, dass sich mein Sohn in der Ehre Gottes zur rechten oder zur linken Seite setzt. Jesus said, I'm going to drink this cup. Your children gonna do that. Jesus sagte, ich will aus diesem Becher trinken, aber eure Kinder werden den verlieren. It's not to Peter and you give answer, and mother give answer. Anstatt Question. Jakob und Petrus
die Antwort darauf zu geben, hat die Mutter von Jesus die Antwort auf die Frage gegeben. They were sitting just enjoying it. Die haben sich einfach nur hingesetzt und sich erfreut. And that comes to say, yeah, yeah, they will drink also this cup of death. Ja, und Jakobs Mutter hat gesagt, sie werden auch von diesem Becher des Todes trinken. It's very strange, no? Das ist sehr merkwürdig. Peter said nothing. Petrus sagte nichts. Jakob said nothing. Jakob sagte nichts. Why they don't say nothing? Warum haben sie nichts gesagt? Because they know they will be also the one who will run first. Weil sie wussten, dass sie die auch diejenigen sind, die als erstes wegrennen. Yes. Jakob mother said. Das hat Jakobs Mutter gesagt. So Jesus said, okay. Und deswegen hat Jesus gesagt, okay. Maybe they take a cross. Vielleicht nehmen sie ein Kreuz. But right and left I cannot do. Aber rechts und links, das kann ich nicht. That's not my authority. Das ist nicht meine Autorität. This is the authority of God. Das ist die Autorität Gottes. Now, when God give authority? Wem hat Gott also Autorität gegeben? Of their life. Über das Paradies? Cool. Wen? Angels are working with God. Aber nicht alle Engel arbeiten mit Gott. Arbeit. Habe ich doch gesagt. Yes. 93% they are living independent. 93% leben unabhängig. Question is, why God not force them? Frage ist, warum konnte Gott sie nicht zwingen? Or why God cannot force other creation? Und warum konnte Gott nicht andere Schöpfung noch dazu zwingen? To help men. Der Menschheit zu helfen. You think God forced creation? Denkt ihr, Gott zwingt Schöpfungen? We didn't know before. Das wussten wir davor noch nicht. And also we don't know that 93% angel creation have a billion different nature. Und wir wussten auch nicht, dass 93% der Engelschöpfung Milliarden von verschiedenen Wesensarten haben. So, we only say angel. Yeah. Wir sagen also immer nur Engel. Yes. But also in human creation we are black, we are white, we are brown. Aber auch in der untermenschlichen Schöpfung gibt es weiße, schwarze, rote, gelbe. And, Asiatic, Japanisch. Asiaten, Japaner. And they have a different nature. Und all diese Leute haben unterschiedliche Naturen. Das bedeutet, did God force the 7% that they should work for mankind and give them authority? Hat Gott diese 7%, die mit uns arbeiten, gezwungen, mit uns zu arbeiten und ihnen Autorität über die Menschheit gegeben? Did God did. Wir haben es freiwillig gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Why did he make a free will? To help human being. Why did they do it voluntarily? Warum haben sie es freiwillig getan, der Menschheit zu helfen? Weil Gott nicht zwingt. Das wissen wir. God is not forcing. We know that God is not forcing, but why did he not want? Why is he not forcing? Nein. Why this 7% asked God willingly, we want to help. Warum haben diese 7% willentlich gesagt, wir wollen der menschlichen Schöpfung helfen? To go up. Um in höhere Dimensionen zu gehen. I would say benefit. Ich würde sagen, dass sie Vorteile, damit sie Vorteile erhalten. And why 93% don't want it? Und warum wollen die 93% das nicht? Vielleicht glauben wir nicht an das Projekt. Nein. They don't believe in this project. Okay. Dass es klappen könnte, das man Angst, ja. Seine Antwort. Sie sind, sie haben Angst davor, zu fallen, weil sie hinterher. They are afraid that they could also get downfall. Risk. There's. They don't want to take risk. They don't want to take this risk of downfall. 7% who took risk. Die 7%, die das Risiko auf sich genommen haben. How many they lost in life? Wie viele haben das Licht verloren? Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. 97%. Ja. Yeah, 7% lost 97%. Ja. 97% haben das. So they want to benefit.
Sie wollten einen Vorteil. So Bethlehem was there. Der Vorteil war da. Long way, shortest way to get benefit. Yeah. Dass auf dem kürzesten, dass auf den der längste Weg in der kürzesten Zeit geschafft werden kann. But Risiko war there. Aber das Risiko war immer, risk was always there. Das Risiko war immer da. So no human. Der Paradies ist eine parallel creation. Das Paradies ist eine parallele Schöpfung. They are not only angels. Dort existieren nicht nur Engel. We call indirect lower creation. Wir nennen sie die indirekten niederen Schöpfungen. Lower creation is not evil. Niedere Schöpfung bedeutet nicht, dass sie böse Schöpfung sind. But this is not direct dominion of God. Aber das heißt nur, dass sie nicht unter der direkten Herrschaft Gottes sind. So how many creation existing there? Wie viele Schöpfungen existieren also dort? Nobody. Das weiß niemand. Even I'm traveling, I don't know. Selbst ich reise dort und ich weiß das nicht. Every time something new. Jedes Mal ist etwas Neues dort. Yes. Ja? Now this creation also don't want to involve. Und jetzt möchte sich auch diese Schöpfung nicht einmischen. Same thing, golden. Auch mit den goldenen Schöpfungen. And blue. Und mit den blauen Schöpfungen. They want nothing to do with angel even. Die wollen nicht mal etwas mit den Engeln zu tun haben. They want to have nothing to do with any human being. Sie wollen nichts mit irgendeiner menschlichen Schöpfung zu tun haben. Yes. Ja. So you can imagine. So you can imagine how strong barrier are existing in paradise. Ihr könnt euch also vorstellen, was für starke Barrieren im Paradies existieren. Yes. Herrschen. So paradise is not a heaven. Das heißt, das Paradies ist kein Himmel. This is a growing life stages paradigm. Das sind die lebendigen Wachstumsstadien der Geistwesen dort. Maybe you heard before, I say. Vielleicht habt ihr das schon mal davor gehört. Paradise is dividing formation stages. Das Paradies wird aufgeteilt in die Formationsstadien. It means. Das bedeutet. They can be countless creation. Dass es zahllose Schöpfungen allein in diesem Formationsstadium gibt. Then there are growing stages. Dann kommen die Wachstumsstadien. They can be countless creation. Das können auch wieder zahllose Schöpfungen sein. And like I told you, complete stages. Und so wie ich euch auch gesagt habe, die Vollendungsstadien. There can be also countless creation. Da kann es auch wieder zahllose Schöpfungen drin geben. So in these three stages. In diesen drei Stadien, Formation, Growing and Complete, Formations-, Wachstums- und Vollendungsstadium, there are many creation existing. Existieren viele Schöpfungen. Yes. But if angel decide who will come in paradise, aber sind es die Engel, die entscheiden, wer ins Paradies kommt? 7%? Diese 7%? What you say? Was denkt ihr? Im Volksmund ist es Petrus. What is it? He said, Christians believe that Peter is deciding who comes to paradise and who not. Yeah, Peter to trap in the Geist. Yeah, Petrus trifft in der Geist. Yeah. Yeah, Petrus teil mit dir sehr viel. Yeah, Petrus wird mit dir Sache getragen. Yes. So, what's deciding this whole process? Wer entscheidet über diese ganzen Prozesse? Die 97, die nichts eigentlich mit den Menschen zu tun hatten. 97% that have nothing to do with human beings. They decide who comes there, who doesn't go there. So wie die Amerikaner entscheiden, ob jemand in ihr Land kommt oder nicht, ja. Nicht so wie wir. Ja, aber Deutschland. Grenzen müssen das sind alle können rein. Manchmal ich wundere, dass Deutsche sind so naiv. Selbst die Engel haben härtere Grenzkontrollen als die Deutschen. Die Präsident Assad in Syrien Assad in Syrien hat gesagt, who destroyed my country?
Die Leute, die mein Land zerstört haben, they all got a welcome in Germany. Die wurden alle willkommen geheißen in Deutschland. Asyl. Die haben Asyl bekommen. And Germans believe, die Deutschen glauben, that they will sit down peacefully. Dass sie in Ruhe sitzen bleiben werden. Das habe ich aber noch von wenig Leuten gehört. Sorry, das habe ich jetzt nicht verstanden. And what's going on? Sometimes you say something, but people cut later on. But it's you, don't it? But they make a mark, so they know. Okay. It's okay. President Assad saying. Präsident Assad hat gesagt. That's good, you notice. Yeah. Das ist gut, ja, dass du das machst. Yeah. Das ist unser Zensierminister. It's all the extremists who destroy my country. All die Extremisten, die mein Land zerstört haben. They are in Germany. Die sind jetzt in Deutschland. And Germans are so naive. Die Deutschen, die sind so naiv. They're thinking they will live in peacefully in Germany. Sie denken, die würden einfach jetzt friedlich in Deutschland leben. And he said, time will come. Und Assad hat gesagt, die Zeit wird kommen. They will gonna also come out. Wo auch sie rauskommen werden. Name of Sharia. Im Namen der Scharia. They care Germany. Und sich um Deutschland kümmern werden. You see that? Seht ihr das? But what is wrong? This is a President Assad's statement. Das ist Präsident Assads Statement. You can check in the internet. Das könnt ihr im Internet nachschauen. Yes. So, all these Afghanistan people. All diese Leute aus Afghanistan. All these people from Iraq. All diese Leute aus dem Irak. All these people are war fighters. Das sind alles Kriegskämpfer. And you believe that you're going to give them education, actually. Ja, und ihr glaubt, dass ihr sie umerziehen könnt, ja? Yes. So, that's why I say, in future will be very much confrontation. Ja, deswegen sage ich auch, in Zukunft wird es viele Konfrontationen geben. You will see with your own eyes. Aber das werdet ihr mit euren eigenen Augen sehen. That what's going to happen with Germany. Was mit Deutschland passieren wird. Is here. Die Frage aber hier ist, my demo was not in Germany or America, sondern Angel Wolf. Yeah, Angel Wolf was. I don't know why he came here. Yeah. Because it's a seminar how we behave. Yes. So who deciding who come in paradise? Wer entscheidet, wer ins Paradies kommt? 97%. Die 97% der Engel, die? They have a all creation one Contract. Nichts mit der menschlichen Schöpfung zu tun haben. Die haben alle eine Vereinbarung mit der menschlichen Schöpfung. Nee, die haben untereinander eine Vereinbarung. Die haben untereinander eine Vereinbarung. We call, they were saying to me for Sido. Sido. Was? Angel language, they say Sido. Wir sagen in der Engelsprache Sido-Plan. I didn't understand Sido. Oder Sido-Plan. I say you stand me. Ich habe gesagt, ich verstehe nicht, was dieser Sito-Plan ist. They say this is a thin, divided war plan in all our horizontal creation. Das ist der sündengeteilte Kriegsplan für alle Schöpfungen. In Angel books I explain this. Und in den Engelbüchern habe ich das erklärt. This is their own creation. Or anybody who enter in this paradise. Denn dort ist abgemacht, dass ob es jetzt egal, ob es ihre eigene Schöpfung ist oder eine Schöpfung einer anderen Schöpfung, die diese wenn diese Paradiese betritt. Whoever act criminal act and try to destroy the protection of those creations. Wer auch immer Verbrechen begeht, die diese Schöpfung die diesen Bereich zerstören könnten. If this is a human creation, egal, ob es jetzt Menschen sind, Djinn-Schöpfungen, Engel-Schöpfungen oder andere Schöpfungen, to protect this creation, paradise, um diese Paradies-Schöpfung zu schützen, they throw them out. Werden sie rausgeworfen. If they are, doesn't matter which creation, egal welche Schöpfung. They never let born this mushroom, gifted mushroom, diesen gifted Poison, ja.
diesen giftigen Pilz lassen sie dort nicht gedeihen. Yes. They cut this thing by... Sobald das gesehen wird, wird das mit Wurzel und Stiel abgeschnitten. Okay. So maybe eight position, what we will talk about. Ja, und jetzt kommen die 8 Positionen, über die wir reden. Which are the Wurzel with evil. Die Wurzel des Bösen darstellen. So. If somebody write to was er rein? Schreibt das, wenn das jemand schreibt, ja, Wolfgang, dokumentiert. Yes. We have to overcome this 8 different positions. Und diese 8 verschiedenen Positionen, die müssen wir überkommen. Ansonsten. Our day don't look good in life after that. Werden unsere Tage nicht sich gut anhören wie im geistigen Leben. Okay. Um wohin zu kommen? Um ins Paradies zu kommen. In the hell to come. Wenn wir diese 8 Positionen tun, dann haben wir einen sicheren Platz in der Hölle. Nee, when you do, then you have a place in Paradise. Are those positions bad or good? If you follow, yeah, then you can be paralyzed. If you don't follow, then it's worse. Also es geht darum, wenn du die Position verfolgst, dann kommst du ins Paradies. Wenn du ihnen aber nicht folgst, diesen Regelungen von den Engeln, dann wirst du... die Reife geht. Ja, dann kommst du in unter die... Also es geht um die Regelung von den Engeln, an die man sich halten sollst. So, the three position is slave. Evil. Yeah. Die ersten drei. Ja. Yeah. Die ersten drei haben was damit zu tun, dass du dich wie der Sklave des Dieners verhalten sollst. Nein, I didn't know the Diener. Der Sklave des Sklaven des Sklaven. Evil position, their evil position. Slave. Verstehe das. Yes, that's why I'm here. Slave means this three-type nature, human being or any creation, they go direct down. Die Leute, die wie Sklaven sind, da ist die Regelung, dass sie runtergehen. This is a sin-divided war plan against them. Das ist ein sündengeteilter Kriegsplan gegen sie. So this is a anybody have this evil nature? They sortieren, wer this person is. Jeder, der diese böse Natur hat, dort sortieren sie dann, wer das ist. Ich kann das nicht richtig verstehen, ich kann es nicht übersetzen, wenn ich es nicht verstehe. Oder nicht grob. Also es gibt Menschen, es gibt Wesen, die handeln nach dem Motto, ich bin der Sklave eines Sklaven, eines Sklaven des Bösen. Das heißt, sie, nicht nur des einfachen Bösen, sondern sie können es dann provozieren. Ja, okay. Und wenn du diese Wesensart hast und das Böse potenzierst durch deine Wesensarten, weil du dich zum Sklaven des Sklaven des Sklaven des Bösen machst, ja, ist das für dich der sichere Weg, nach unten zu kommen. Hier, du sollst es übersetzen. Das heißt, wahrscheinlich, weil du schon das Buch machst. Weißt du? Nee, es hat wirklich Bösen. Du kannst schon mal ein neues Mikrofon holen. Also wie zum Beispiel im Dritten Reich diese... Mitläufer und so. Ja, die Mitläufer. Ganz unschuld. Also nochmal, wir reden jetzt über 8 Verhaltensregeln, ja? Die irgendwo die Wesensart eines Wesens widerspiegeln. Wenn wir diese 8 schlechten Eigenschaften haben, geht es nach unten. Und die Regelung ist, überkomme diese 8 Wesenszüge, dann hast du den Eintritt nach oben. Und darüber spricht er jetzt. So, woher ist hier? Für dich auch klar? Für dich auch klar? Für sie ist klar? Für mich ist auch klar. Okay, danke, wunderbar. Ich hab... Ja, das ist gleich leer. Ach so. Lass es. Oh. Aber sitzen wir zusammen. Ich habe ja hier eins. Du kannst auch meins haben. Mich hört man. Ja. Just only don't forget, this is a sin, a divided nature plan for these all evil people. Yeah, this is the gift. Vielleicht ist das was anderes. Das ist ein Plan, in dem man sich von dem Bösen trennt.
Das wäre eine Antwort der Gesetze. Ja. Es ist der Plan, um sich von Sünde und dem Bösen zu trennen. Ja. Ja. Ist das das gleiche wie Befreien? Nee, das hat nichts mit Befreien zu tun, weil das ist eine Sache, die du selbst tun musst. Und du kannst es ausnehmen, als du preist dich selber davon. Ja, ja. Ja, 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 aber das hat nichts damit, das muss ein aktives Tun sein. Ja, ja. Das ist keine Besetzungsmacht, wo ein anderer für dich den Job macht und dich befreit. Mhm. Also, im Geistigen geht es nur darum, Arschbacken zusammen und du musst selber machen. Alles klar. Then begins servant position. Und dann beginnt die Position des Dieners. Servant position people, they don't go to hell, but they go like hell. Menschen mit einer dienenden Wesensart, die gehen nicht in die dunkelsten Höllen, sondern in die etwas leichteren Hölle. Because they are servant of evil and sometimes they are servant of good angel actually. Denn im Wesen nach dienen sie manchmal partiell dem Bösen, aber sie haben auch andere Momente, wo sie auch anderen guten Seiten dienen. Like a Russisch Spion work for America, American Spion work. Ja, das ist wie so ein Doppelagent, ja. Yeah? Der hat auf der einen Seite für die Amerikaner ausspioniert und auf der anderen Seite aber auch fürs eigene Land. Meinst du damit nicht selbstständig? Also Menschen nicht für sich selbstständig agieren? You talk about people who don't take by them. Don't act by himself. Such a servant position, people look only benefit. Opportunisten. Danke, Pünktchen. Er spricht über Opportunisten. Also Menschen, die. Compromise where they get more benefit. Ja, die also sich treiben lassen, wo sie den größten Vorteil herbekommen. Sie verschreiben sich nicht der Sache an sich, sondern dem Vorteil, den sie daraus ziehen. Das ist die antreibende Position bei ihm. Ja, ja. Ist Dienen grundsätzlich falsch? Ist das der falsche Weg, he's um weiterzukommen? If a service by itself is all time wrong or it can be also relative? If you have a darkness in your spirit. Yeah? Wenn du Dunkelheit in deinem Geist hast, a little bit light, und nur ein bisschen Licht, then depend on sometimes you are compromising with the dark people and sometimes you have a hope with good people. You know? Ja, dann schließt du Allianzen manchmal mit den dunklen Menschen und manchmal auch mit den guten. That's the environment. Das hängt immer von dem Umfeld ab, in dem du dich befindest. Yes. If you don't have a good environment, then they go this side. I mean, they are very weak people. They are not strong actually. Yeah? Ja, in der Regel werden sie vom Umfeld bestimmt, diese Menschen, und sie haben sind keine starken, wie Fähnchen im Wind. Ja. Besonders wenn einer dem anderen nach dem Munde redet, dann ist er der Sklave des anderen. So natürlich. Ja. Yeah. So that coming sein nature. Dann kommt die dritte Kategorie, also Menschen, die oder Wesen, die einen Kein naturell aufweisen. Was ist Kein Nature? Was bedeutet das, wenn wir von einem Kein Wesen reden? Kein means who only think I. Von keinen Leuten reden wir, wenn wir Menschen sehen, die immer nur sagen ich. What is it good for me? Die immer nur danach schauen, was ist gut für mich. Was kriegt für mich dabei raus? How can I misuse other people for my benefit? Wie kann ich andere zu meinem eigenen Vorteil missbrauchen? Yes. How can I have this occupied the whole house? You know? Wie kann ich diesen Vorteil bekommen oder wie kann ich dieses ganze Haus besetzen? How I can occupy the power? Wie kann ich mich irgendwie an die Macht bringen? If I can have a knowledge, so I can misuse people. Ja, wie kann ich am schnellsten und am günstigsten an viel Wissen rankommen, damit ich andere damit ausnutzen kann? So these are the kind nature. Das sind so diese Wesensarten, die man unter dieser kind Natur subsumieren kann. So this kind nature is the love tops where many times they go dark side and then many times they get a little bit better. Mhm. Diese Kein-Natur ist im Prinzip so diese Endstation, wo man größtenteils viel Dunkelheit abfasst und manchmal aber auch so ein kleines bisschen Licht. Yeah. They're consistent up and down. Das ist ein ständiges Hoch und Runter. It's going.
Aber die Ursache, glaube ich, das Bewusstsein hat sich in den Verstand zurückgezogen. Hörner auf den Kopf, Devil. Wir haben ein Immunsystem. Okay. Wenn wir Fehler begehen, zieht sich der Bewusstsein in den Verstand zurück. Und dadurch ist die Verbindung zu Gott weg. Richtig. Wolfgang, ich gebe dir später viel Zeit zur Fragestellung. Ja? Alles gut. Ja? Alles, lass mich, gut. Lass mich jetzt weiter. Ja. Das ist meine Konzentration. So, wer immer? Kein Wesen. Much darkness, okay. A little bit positive. This kind type people we see right now in our fallen world. Diese kein gleichen Wesensarten finden wir mannigfaltig in unserer gefallenen Welt. Mm-hmm. You can see every. Ja, die laufen uns an jeder Ecke über den Weg. So, after coming habitat people. Und danach kommen abelsgleiche Menschen. What is a Abel type people? Und was meinen wir damit, wenn wir sagen, Menschen haben die Natur von Abel? They are positive. Sie sind grundsätzlich positiv. They don't like to have a violent. Sie haben etwas gegen Gewalt. They like researching. What is a good that I can change my life? Das sind Menschen, die danach suchen, wie man sich zum Guten bessern kann, was man selber bewerkstelligen muss, um sich zu verändern, zum Positiven im Leben. They think about other mankind. Das sind Menschen, die über andere nachdenken, die sich Sorgen um andere machen. Yes. But this kind of people, they are going middle dimension. Und diese Menschen sind die, die in mittlere Dimensionen kommen. Now, question is, middle dimension has many dimensions. Aber auch bei der mittleren Dimension gibt es eine Fülle von Dimensionen, unüberschaubarer. Millions and millions and millions. Ja, da gibt es Millionen und Milliarden, die sich aneinander reihen. So this dimension, if you go high dimension, they look like a Germany. Und wenn man Dimensionen gibt, dann sehen die fast aus wie auf Erden, ja, wie Industrienation, wie Deutschland oder Europa. Such a dimension. If you see a little bit niedrige middle dimension, then you can be in Türkei or Rumänien or some other. Bei den mittleren Welten gibt es aber auch andere, die noch nicht so üppig ausgestattet sind wie die Industrienationen. Nimmt man sich eher vor wie in der Türkei. For example, Romania is in Germany. Oder in Rumänien. In Europe, yeah? Romania is in Europe. Ja, Rumänien zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Es ist mitten in Europa. But how different is when we watch there? Aber wie unterschiedlich, wie gegensätzlich ist eigentlich dieses Land zu Deutschland? Yeah. So, they're going to check you out, how far you are in Abel nature growing. Und dort wird ganz genau getaktet. Wie weit bist du wirklich in dieser Abel-Wesensart gewachsen? Wie weit konntest du das annehmen, praktizieren, realisieren in deinem Leben? Nicht nur vom Gedanken, sondern von dem, was du an Taten gemacht hast. So, I'm just you took me one good dimension. Yeah? Und die Engel haben mich jetzt in so eine gute Dimension mitgenommen. What middle dimension? In eine gute mittlere Dimension. Well, it looked like a German. Ja, sie sah fast aus wie Deutschland. Und all my members, mostly they brought them there first. Und alle meine Mitglieder, ja, die meisten von ihnen sind erstmal dort gelandet. And they said to me, you can go continue, but this is your member, you have to take care of it. Ja, sagte, du kannst gleich weitergehen, aber das sind deine Mitglieder und um die musst du dich kümmern. Yes. I was very happy. Mir hat es Spaß gemacht. Ich war glücklich darüber. You got no sickness in the spirit. Denn in dieser Welt gibt es keine Krankheiten im Geist. Like a body, we have some sickness. Zum Beispiel die Krankheiten, die Gott in unserem Körper hat. You see this? Then I was jumping there, yeah. Ja, und ich bin vor Freude in die Luft gesprungen. I was making saldo. Ich habe einen Flickflack geschlagen. And he says, no more sickness ever will come from spirit. Und ich habe freudig gejuckt. Ja, Gott sei Dank gibt es keine Krankheiten mehr im Geist. Yes. And I said, I can be here and I can be there and I can be there. Ja, ich war so glücklich, weil ich kann hier sein, dort sein, da sein. Ich war nicht mehr eingesperrt, da gab es keine Grenzen. Because
Timing was not playing me any role. Like, denn die Zeit spielt, hat für mich dort keine Rolle mehr gespielt. Yes. I could be higher world in one second. Ich, and I could be with you. Ich konnte von einer Sekunde auf die andere in einer höheren Welt sein. Ich konnte aber auch zu euch kommen. Für mich gab es keine Zeit. There was no time. I felt like I'm the Herr. Time and space. Ja, ich kam mir vor wie der Herr von Zeit und Raum, weil ich nicht mehr diesen Zwecken von Zeit und Raum unterlegen habe. I am saying to my member. Und ich habe zu meinen Mitgliedern gesagt, schaut euch doch, wir sind doch schon im Paradies. And there's a bad mood of my member. Da habe ich lange Gesichter gesehen. Schlechte Laune. Die so, ja, schlechte Laune hatten müssen, um das zu formulieren. That's a paradise. Und ich habe mich gefragt, was? Ist das das Paradies für dich? Such a paradise we were living in Germany. Actually. Ja, in so einem Paradies haben wir doch schon auf Erden gelebt. So question is, what does the paradise mean to us? Und jetzt ist die Frage, was verstehen wir unter dem Paradies? Was bedeutet uns das? Was erwarten wir davon? You bound on earth, you bound in heaven. Und da gibt es einen großen Grundsatz, was du auf Erden gebunden hast, wirst du auch im Himmel binden. When you are blind here, you're gonna be blind there too, actually. Wenn du hier blind bist, dann wirst du auch dort blind sein. So I was feeling such a beautiful good middle dimension paradise because I was saying all this sickness never gonna be happen to my spirit. Und ich habe mich dort pudelwohl gefühlt, weil für mich war alles grenzenlos. Ich hatte keine Krankheiten im Geist. There will be no bad luck for me. Ich wusste, da würde mich kein Unglück ereilen. There will be no accident for me. Ich würde auch keinen Unfall haben. Yes. Spirit is like a cloud, you know? Der Geist ist wie eine riesige große Wolke. Sie kann sich überall ausdehnen. Yes. But only you, not we. I am coming to you. That's only patience. I'm coming to you. Yes. So. There was no accident. Da gab es keine Unfälle. No bad luck. Kein Unglück. Yes. But you have so much expectation for me. Aber ihr wisst, ihr habt so viele Erwartungen an mich. So you were going like this there, blue light is there. Ja, ihr habt auf dem Erden rumhantiert mit dem goldenen und blauen Licht, als gibt es keinen Orden. Das blaue zur rechten, das gelbe zur linken. Here is a blue light. Ihr seht nur noch goldenes und blaues Licht. Das alles spielt für euch keine Rolle. Here I saw the white light. Ja, hier sehe ich das weiße Licht. No question is, if you are going to the shop. Und jetzt ist es, stell dich mal vor, ihr geht in einen Juwelierladen. Oder and you see golden schmuck like a millionaire. Ja, und da sieht er ein goldenes Schmuckstück, das unheimlich wertvoll ist, Millionen Euro vielleicht kostet. So while you are looking at the jewelry shop, this valuable jewelry, this is belong to you? Ja, aber während ihr nur an diesem Schaufenster vorbeigeht oder in dem Laden drin seid und euch dieses Schmuckstück anseht, heißt das noch lange nicht, dass dieses Schmuckstück euch gehört. The golden light to see, the blue light to see, the white light to see. Yes. Genau das ist mit dem Licht. Ihr seht das goldene Licht, das blaue Licht, das weiße Licht, aber the green light. Oder das grüne Licht, aber es gehört euch nicht. This light, are you seeing it inviting you? That you can be there, actually, yes? Ja. Ihr versteht nicht, dass dieses Licht euch einlädt, dort zu sein, wo dieses Licht eigentlich zu Hause ist. Das heißt aber nicht, dass es Teil von euch ist. It's inspiring you. Ja, es inspiriert euch, eure Reise anzutreten. You can be there. Ihr könnt dort sein. But you understood, while seeing this thing, ihr versteht es so, während ich das jetzt sehe, it belongs to me. Da gehört das schon mir. Was? This is a little misunderstanding. Das ist ein großes Missverständnis, ein großer Schluss. If in this lifetime somebody come to me here, wenn hier zu Lebzeiten auf Erden jemand vor mich tritt, and say, I'm traveling in spiritual world and I have a white light und in my sagen, ich reise durch die geistige Welt und ich habe weißes Licht in meinem Geist. And I see my white light. Und ich sehe mein weißes Licht. That's a realization. Dann ist das eine Form der Realisierung. Ja. Yes. For example, this Silvana said, I saw darkness inside of me. Zum Beispiel hat Silvana gesagt, ich habe Dunkelheit in mir gesehen. But also hope, light, yeah? Aber auch die Hoffnung auf Licht. So this you see this spirit. Und so siehst du deinen Geist.
This is a realization. Und dann ist die Realisierung. Yeah. So it is main. It's your present current situation, what you have now. Und das heißt, wenn du selber in der Lage bist, dich deinen Geist zu sehen, dann widerspiegelt dir das, was wäre, wenn du jetzt sterben würdest. Das ist moderne, momentane Entwicklung. It can be changed. Aber die kann auch noch geändert werden. Ihr lebt ja noch hier. According to your motivation. Und das gemäß eurer Motivation. According to your follow the spiritual journey. So wie Messiah. Ihr dieser geistigen Reise mit dem Messias folgt. Yes, and you can change the result. Und damit könnt ihr dieses Ergebnis ändern, zu eurem Vorteil machen. Every day. Und das tagtäglich. Every day you can go here or every day you can go there. Ja, und das ist hopp oder top. Ihr könnt jeden Tag nach oben gehen oder jeden Tag nach unten. So. Now, because most of you don't see, continue your spirit process, actually. Aber bei der Weise ist es so, dass sie nicht kontinuierlich diesen Wachstumsprozess tagtäglich beobachten. Yes. So you are not realizing your spiritual blindness. Actually. Und deswegen könnt ihr auch nicht eure geistige Blindheit wahrnehmen mit den Augen, mit denen ihr sie eigentlich betrachten müsstet. Es ist nicht jeden Tag gegenwärtig für euch. Ihr seht immer nur ein kleines Zeitfenster und denkt, das ist es. Yes. Ihr seht aber nicht, dass es mitten mal runtergeht, mal hochgeht. So, okay. But if the most valuable thing is spiritual life. Und das soll euch klar machen, dass die Zeit das Wichtigste ist im geistigen Leben, für den geistigen Entwicklungsprozess. What is your, what you are doing job, what you are doing business? Ich habe nichts dagegen. Es ist okay, ihr müsst euren Job machen, ihr müsst euren Geschäften nachgehen, ihr müsst euer weltliches Leben führen. Yes. But question is also the value of this training which you have given for the will of God, it will be in your spirit and all timing gonna be dropped out. Ihr müsst euch aber auch darüber im Klaren sein, dass die Zeit, die ihr für den Willen Gottes gegeben habt, die einzige Zeit ist, die sich in eurem Geist niederlässt und die eurem Geist einen Wert verleiht. I'm changing your spiritual destination. Und dass es genau diese wenige Zeit ist, die eure geistige Bestimmung für das geistige Leben ändern kann. So I always say, und deswegen sage ich immer, the people who driving 9 hours, 10 hours, zu den Menschen, die 8, 9 Stunden auf sich nehmen, um zum Seminar zum Beispiel zu kommen. I said, this is a good for you. Ich habe gesagt, das ist eine gute Sache, die ihr macht. Because all the way this process of time is like a taxi running for your spark. Denn diese Zeit rennt wie das Taxometer in Form von Lichtpunkt für euren Geist. Yes. Ihr beschäftigt, ihr habt 9, über 9 Stunden die Motivation, ich möchte am Seminar teilnehmen, und über diese 9 Stunden klappert es bei euch im Geist und ihr kriegt Lichtpunkte. Also until you go back. Und das ist genau das gleiche, bis ihr zurückgeht. But the moment Seminar is over. And you go back your old world. Aber in dem Moment, in dem du das Seminar vorbei ist und ihr wieder zurück in eure alte Welt geht, dann ist es so, als ob das Taxi leer zurückfährt. Es ist eine Leerfahrt, eine geistige Leerfahrt. Yeah, now this your body, your mind, your universal Bewusstsein, all they are looking. When come the customer for God? Euer Verstand, euer Bewusstsein, euer Gewissen, euer Herz, euer Geist, die alle warten, ja, wann kommt denn jetzt wieder in jemand, der nach Gott sucht, wann kommt jetzt wieder die geistige Nahrung für eure Schlüssel? Yes. Ja? And the three spirits who are working with you, und die drei Geister, die mit jedem von uns arbeiten, they are not interested in your other timing where you invest. Die haben eigentlich kein Interesse daran, mitzuerleben, wie ihr eure anderweitige Zeit verbringt. Sie suchen nach diesen wenigen Momenten, in denen ihr euch Gott und seinem Willen widmet. They lost their possession, they lost many things in their life, and now they are waiting 7,000 years in one spiritual world and want to have something change so they can have
Und versetzt euch einfach mal in die Lage von diesen Wesen hinein. Die haben bereits ihr Leben auf Erden verloren. Die haben nicht mehr diese Möglichkeit. Die haben Jahrmillionen jetzt darauf gewartet, dass endlich jemand kommt, der ihnen beim geistigen Wachstum hilft. Yes. Die sehen sie nach diesen Momenten. Und was bekommen sie auf der Erde? Sie bekommen einen Menschen, der 80% seines Tages mit dem Weltlichen verbringt und nur so wenige Punkte mit geistigen Sachen. Und die sind tagtäglich um dich drum herum. Die warten auf diese wenigen Momente. And they are Beispiel, which seem to inspire you. Und da gibt es ein hohes Geistwesen, was ich nicht sehnlicher wünsche, als euch zu inspirieren. Yes. But, for example, I'm giving lecture. Zum Beispiel habe ich einen Vortrag gegeben. And I wanted to go pinker. Und ich wollte auf Toilette gehen. I wore my pink. Yeah. Aber ich habe es mir verkniffen. And I just continue. Und ich habe trotzdem weitergesprochen. I was holding like this, I can't. Ich habe die Beine zusammengekniffen und habe trotzdem weitergemacht. I should need a bit more, little bit more. Bisschen, noch ein bisschen. That's a high. Ja, das sind die hohen Geistwesen. Yes. Beine zusammendrücken. Oh ja. Yeah. Den Middle Spirit. Und der mittlere Geist oder vom geistigen Wachstum. Ja, der ist euch. Der nach euch erkunden. Is not they want you to do something for them. Ja, die sagen so, okay, mach mal was für uns. Die third evil spirit. Und die dritte Kategorie, die unten. Many times happens that five spirit can come and they go, they come back. Ja, das ist viele Male passiert. Denkt dran, die hohen Geistwesen können jedes Mal eine Auszeit nehmen, die können weggehen und können wiederkommen zu euch. Can the high spirit come back? Wenn zum Beispiel so ein hoher Geist wieder zu dir zurückkommt. And they says, where is this person? Und die fragen, ja, wo ist jetzt der? This evil spirit says, did they go to assets and toilet sheets? Dann, der hohe Geist fragt dann die anderen Geistwesen, ja, wo ist der Arsch jetzt? Ja, der sitzt gerade auf dem Klo. Ja, why was he never coming back? Dann halt, dann nicht wieder raus. He writing. And this church spirit stealing, so how you say, Rache. Rache, what is it? Revenge. And saying. This devil, I'm gonna make an accident. Ja, und der dritte kocht schon vor Wut her und sagt, also dem beschere ich heute richtig saftigen Unfall. Yes. So wird er gesagt zusammen. Yes. Yes. Him, I wanna teach lesson to bring some kind of bad luck. Dem erteile ich heute eine richtige Lektion, der soll mal richtig ins Unglück stürzen. But this evil spirit meet other evil spirit, like Jesus said. And bring seven evil spirits more, yeah. And say, I'm not getting any licht spark. Let go and make him also bring what in his village. Und dieser gefallene Geist, ja, der sucht sich seinesgleichen, der ist so rachesüchtig und findet noch sieben andere. Das steht schon in der Bibel drin geschrieben: Ein schlechter Geist findet sieben andere schlechte Geister und die tun sich zusammen und fügen dir dann dazu. Yeah, she got so crazy. She bought other seven spirits. He said, we are going to go anywhere in the hell of life after death, but bring him also. Ja, und die haben dann nur noch ein Ziel. Sagt, wir gehen sowieso in die dunkle Hölle, ja. Aber weil der uns auch nicht nur nach oben gehen lässt, dann werden wir dafür sorgen, dass er mit uns geht. Ja, der kriegt auch einen Platz da unten. Yes. One time I was giving ready in Darmstadt. Ja. Yeah? Aber habe ich eine Kundgebung in Darmstadt abgehalten. And I also speak about Satan over there. Und dort habe ich auch über Satan gesprochen. And evil. Und über das Böse. I changed my topic. Und ich habe mein Thema wieder mal geändert. Islam geht wieder, ja? Islam geht wieder. Ja. Aber saying how evil working with Kaime, actually, you know? Ich bin da als Islamkritiker hin und habe aber dann gesprochen, wie das Böse mit keinem zusammenarbeitet. Islamic spirit was very crazy. Und die islamischen Geistwesen sind nicht mehr geworden. Satan also was getting, say, we mobilize that after he get accidented. Ja, und auch Satan war dabei gesagt, also wir werden jetzt alles daran setzen, dass er danach einen wichtigen Unfall hat. So, Kundgebung was over. So, die Kundgebung war vorbei. And I could not find out where I parked my car. Yes. Ich hatte aber vergessen, wo mein Auto steht. Ja, aber das war. Now, Satan telling this story
Weil he came back to God's side. Ja, und Satan erzählt mir nun diese Begebenheit, nachdem er sich umentschieden hat und wieder sich entschlossen hat, auf die göttliche Seite zu kommen. Now he telling. Jetzt hat er mir dieses Geheimnis gesagt, was damals hinter den Kulissen sich abgespielt hat. Satan and evil say they got a fight with Islam with under to say can this tumor go out of shape. Satan und seine Geistwesen haben sich mit den islamischen Geistwesen gestritten und gesagt, mein Gott, der ist so dumm, der findet nicht mal sein Auto. Zeigt ihm wenigstens sein Auto, dass wir einen Unfall machen können. Ja, und die haben nur für diesen Unfall nur ein bestimmtes Zeitfenster. Ja, das steht nicht immer zur Verfügung. Yes. And this time was over and this was more than half hour even top of this, you know? Ja, und die Zeit von ihm lief ab und ich habe sogar noch eine halbe Stunde länger gebraucht, als nötig gewesen wäre. So then even left Islamic spirit got it. They're going to fight each other, they hate, they left all right. Das Böse ist gegangen, die islamischen Geistwesen haben sie gestritten, sind dann mussten dann auch von der Plattform verschwunden. And then Tony, I saw police car. Und dann plötzlich habe ich das Polizeiauto gesehen. Police sagte, Herr Kahn, was machen Sie hier? Ich habe, Herr Kahn, was machen Sie denn hier? I said, don't worry, my car. Sag ich, das brauche ich nicht. Okay, kommen Sie rein, because you are afraid of person. They say to me, just police say, what you are doing here, then I say, I cannot find my car, and then they say, okay, jump in our car, we will see what we can do for you. Yes, they say, you are dangerous position, you come inside. Sie haben gesagt, du bist eine gefährdete Person, besser, Sie steigen bei uns ein, wir suchen gemeinsam das Auto. That took me 30 streets all over. Sie haben mich 30 Straßenzüge gefahren. Wir haben gesagt, ja, yeah, and yes. Dann irgendwann habe ich es gefunden. And then timing was gone. Die Zeit für das Böse war bereits abgelaufen. So these three spheres, they are very important for them. Ja, und für diese drei Geistwesen, die mit uns arbeiten, ist diese Zeit so unglaublich wichtig. Yes. Person who three spheres are working, in the end, the higher spirit, if we don't get benefit, it can go back. Ja, von den drei Geistwesen mit einem Arbeiten hat halt nur einer den Vorteil, dass er nach oben wieder weggehen kann. Das ist das hohe Geistwesen, ja. Der kann sich von euch lossagen. Aber die anderen beiden sind mit euch frei und verderbt verbunden. When I did like this, huh? I saw blue water in my hand. Als ich meine Hand ausgestreckt habe, habe ich eine blaue Lichtwolke in meiner Hand gesehen. When I did like this, I saw crystal blue and white wolke in my hand. Ich sah eine kristallblaue und weiße Lichtwolke in meiner Hand. Yes. But how did you other spirit? Aber was ist mit den anderen beiden? You meet them soon you die. Die trefft ihr sofort, wenn ihr sterbt. You basically death timing. Und ihr habt nicht nur eure Zeit verschwendet, sondern auch ihre. So what do you think what they're gonna do with you? Was glaubt ihr, was die für euch parat haben? In this process, life after death, they want to see you down there. Ja, und diesen Prozess im Leben nach dem Tod wollen sie auch euch dann nach unten gehen sehen. I give you one good example. Ich gebe euch ein gutes Beispiel. You're sitting in the dark environment, panic environment, where one bus stops and this bus coming 7,000 years later. Ja, ich stelle dir vor, ihr sitzt in einem dunklen, angsteinflößenden Umfeld. Ja, und da gibt es nur alle 7000 Jahre, kommt da nur ein Bus vorbei, der euch da rausbringen könnte. Now 6000 years over. Jetzt angenommen, ihr habt jetzt 6000 Jahre da gebarbt und gezittert. 1000 years left. Und sind nur noch 1000 Jahre übrig, die ihr warten müsst. You will wait in bus stop or you will I can go around this evil. Fragt euch, and I come back late. Fragt euch selber, bleibt ihr dann lieber die 1000 Jahre an der Bushaltestelle oder sagt ihr, naja, ist ja noch Zeit, ich gehe nochmal zurück in die alte Welt und komme wieder, wenn der Bus kommt? Yes. And then you find out you missed this bus. Ja, solltet ihr diese fatale Fehlentscheidung treffen und zurückgehen in die alte Welt, dann habt ihr wahrscheinlich hohe Chancen, dass ihr den Bus verpasst. And then you have to wait again. Und dann müsst ihr wieder 7000 Jahre warten. So this dimension, they are such a. This is not a burning you with physical fire, it's burning you with psychologically. Ja, also wenn ich über das Feuer in den Höllen rede, dann rede ich nicht über ein physisches Feuer, sondern das ist eine mentale Sache, die euch aufzehrt, die euch verbrennt.
die euch fix und fertig macht. Ja, das ist ein geistiger oder ein psychischer Schmerz, der euch rund um die Uhr widerfährt. And the psychological punishment is much more than physical. Und diese psychische Strafe, diese mentale Strafe ist viel, viel gravierender, als das körperliche. And today science say, und heute sagt selbst die Wissenschaft, dass all sickness begin because of fear. All diese Krankheiten haben ihre Ursachen in der Angst. Weiß. In den Sorgen. Have you lost something? Oder wenn man fürchtet, etwas zu verlieren. Yes. Verlustängste. This comes here in your mind. And go your nerves. Das sind die Drahtzieher, die in eurem Verstand dieses euer Nervensystem angreifen und das dann zu physischen Erkrankungen führt. Now when Adam, God left Adam, als Gott nun Adam verlassen hat, in this moment Adam says, hat Adam in diesem Moment gesagt, I feel fear. Ich habe Angst. What is that I lost my relationship with God. Ja, ich habe Sorgen, weil ich meine Beziehung mit Gott verloren habe. And I feel now sad if I will ever find again my relationship with God. Jetzt bin ich traurig und ich fürchte, frage mich, ob ich jemals wirklich meine Beziehung mit Gott wiederfinden kann. So this three sickness came to Adam. Diese drei Krankheiten haben Adam befallen. And this was passed to family, society, nation and world. Lass uns drei Ängste nennen. Diese drei Ängste haben von Adam Besitz ergriffen und diese Ängste wurden an die Familie gegeben, an die Gesellschaft, die Nation und letztendlich auch alle Menschen auf der Erde. Wir alle leben unter diesen Ängsten, unter diesen Sorgen. Yes. That's a psychological problem that we are going worldwide. This is did not happen one day actually. Diese psychologischen Krankheiten sind also keine Erfahrung, die über Nacht kommt, sondern die haben sich über einen langen Zeitraum entwickelt und festgesetzt. So that's it. You are dead actually. Lass uns mal annehmen, ihr seid tot. 7000 years later, your dimension, you get the opportunity to go back. Und dass ihr nach 7000 Jahren einmal die Möglichkeit bekommt, in eine höhere Dimension aufzusteigen. You come down. Ihr kommt nach unten. Choose one object for you. Und die Engel wählen für euch ein Objekt. That you work with this person because has a physical body. Damit ihr mit diesem Menschen auf Erden, der einen Körper hat, arbeiten könnt. Now, what is your wish that this person should come to know your friend? Was ist jetzt euer Wunsch? Also ihr seid der Tote. Ihr seid jetzt der Tote, der mit einem Menschen auf Erden zusammenarbeitet. Was ist jetzt euer Wunsch? Wünscht ihr euch, dass derjenige, mit dem ihr arbeitet, euch kennenlernt? Does he come to know your present? Soll er erfahren, dass ihr um ihn drumherum seid? Because of this person's blindness, he never come to know until you die. Ja, aber leider ist es so, dass derjenige, mit dem ihr arbeiten müsst, geistig so blind ist, dass er auch von eurer Anwesenheit nichts wahrnimmt. So how do you feel at the Holy Spirit, actually? Ja, und wie fühlt ihr euch dann, mit so einem geistig blinden Menschen zusammenarbeiten zu müssen, nachdem ihr 7000 Jahre gewartet habt, dass ihr einmal diese 80 Jahre kriegt oder 70 oder 50 oder wie auch immer, und der straft euch mit geistiger Nichtachtung. And the Spirit are 24 hours with you. Wir sind 24 Stunden mit euch zusammen. They have not interested anything else but spiritual spark. Ja, die haben an nichts anderem Interesse, nur an den geistigen Funken für ihren Geist. Now see, Jesus said, John the Baptist, and I am working with you. Ja, und jetzt gucken wir uns nochmal in der Geschichte Jesus an, als er gesagt hat, zu Johannes dem Täufer, Elias arbeitet mit dir. I say, I don't see. Elias oder Johannes der Täufer sehe? Johannes der Täufer. Johannes der Täufer hat gesagt, ja, aber ich sehe den Elias nicht. There's one prophet, one Messiah. Ja, und seht mal da, ein Prophet, ein Messias. The prophet, John the Baptist, is follow the blind law of Moses Sharia. Und der Prophet, Johannes der Täufer, ist befolgt nur dem blinden Gesetz dieser Juden Scharia.
Obedience. He's obedience to law and Moses. Ja, er ist dem Gesetz von Moses gehorsam und folgt diesem Gesetz. The question of John the Baptist is to fear from hell and hope for heaven. Ja, und das, die Motivation von Johannes war, hab Angst vor der Hölle und hoffe auf den Himmel. Nach diesem Motto hat er gelebt. And Jesus saying, und Jesus hat gesagt, Elijah is with you. Elias ist doch mit dir, Johannes. How John the Baptist can see Elijah? Und jetzt die spannende Frage, wie kann Johannes der Täufer jetzt Elias sehen? To follow the new teaching. Oh, Jesus, das hätte, wäre ihm nur gelungen, hätte er die neue Lehre Jesus angenommen, wäre er gefolgt. So, believing Jesus that Elijah is working with him, it's enough. Reicht es aber aus, wenn er daran glaubt, Jesus sagt, Elias arbeitet mit mir? Because there are many esoterics, yeah? Es gibt viele Esoteriker. And Yoga Masters. Und Yogameister. And they only pray and then wish everything gonna be happen for them. Sie beten die ganze Zeit und hoffen, dass irgendetwas nur deswegen passiert. So only praying esoteric, you can have a bioladen. Aber nur um zu beten, esoterisch zu beten, reicht das aus, um einen Bioladen zu haben? Yes. Then you're gonna be esoteric homeless people. Ja, dann wirst du ein Esoteriker sein, der mehr am Obdachlosen gleicht. You will take, I take three banana, I pay you next time. Du kannst dann nur sagen, so, gib mir heute 3 Bananen, aber ich zahle dir das nächste Mal. The yoga got it lucky, because yoga people giving yoga people more chance. Ja, die Yoga-Lehrer sind da in einer glücklicheren Lage, weil sie kriegen wenigstens für ihre Lehre noch was bezahlt von den Europäern. Ja. Every street yoga master is there. Aber in Indien, da wimmeln die Straßen voller Yogameister. And meditation. Und Meditation kann man da auch noch. And they are hungry that somebody gave them one time food. Und die sind wirklich so hungrige Menschen. Die haben nichts, sie leben von der Hand in den Mund. Und sie sehen sich danach, dass ihnen jemand was zu essen gibt. So blame Jesus that John the Baptist is working, I am working with John the Baptist, was enough for John. War also es genug für Johannes dem Täufer daran zu glauben, dass Elias mit ihm arbeitet, hätte das gereicht? No. Natürlich nicht. Jesus was saying, was hat Jesus dazu gesagt? You have to help me to build this bridge, actually. Ja, du musst mir natürlich helfen, die Brücke zu errichten. Yes. He was saying, no, you come back in Moses' religion, actually. Und der andere hat gesagt, nee. Du, Jesus, musst zurückkommen in die Lehre von Moses. Weil das ist die einzige gültige Lehre, die er ist. Jesus calling him, don't become blind, come with me. Und Jesus ruft ihm zu, Johannes, sei nicht blind, komm mit mir. And John the Baptist calling Jesus to come back to the blind world. Ja, und Johannes hat gesagt, nee, du kommst mit mir zurück in diese alte blinde Welt. So after this, what happened? Und was ist dann passiert? This bridge was not built. Die Brücke wurde nicht gebaut. And John the Baptist gonna hopf was. Ja, der Kopf wurde von Johannes den Täufer vom Rumpf getrennt. So what will happen if you your three spirit you waste their time and your time, what gonna happen to you? Jetzt fragt euch doch selber, was passiert, wenn ihr eure Zeit verschwendet und die Zeit von den anderen dreien auch? Was ist dann für euch die Quintessenz eures Lebens? This reverse process gonna be with you. Ja, und dieser fatale Rückschritt im geistigen Leben, der wird euch ereilen. So, back. Kommen wir wieder zurück. If we are under the 7% angel judgment. Nochmal die Frage, stehen wir also unter diesen 7% der Engel, unterfallen wir nur ihrem Gericht? Nein. Natürlich nicht. If you wanna go neutral dimension, wenn ihr in eine neutrale Dimension gehen wollt, all creation has to be ugly that the spirit is qualified to become. Dann müssen auch diese Wesen bereit sein oder einverstanden sein, dass ihr in ihr Territorium kommt. Yes. All have to be ugly. Das sind alle müssen zustimmen.
So how long do you have to wait in this spiritual world, actually? Jetzt könnt ihr euch ausmalen, wie lange ihr in der geistigen Welt warten müsst, bis ihr alle, bis der Konsens über euer Sein beschlossen wurde. I was shocked. Und das ist schockierend. Das hat mich schockiert. People are waiting 300 years, 700 years. It's pretty big. Und die Leute haben 300 und 700 Jahre gewartet in der geistigen Welt. Erinnert euch an Ralf. Das kennen wir alle schon. Das haben wir schon geschrieben in den Büchern. Yeah, you were reading. And then they went and they said to Angel, I have done many things and what is, I can go or not actually. Ja, und jetzt steht man da als armer Geist vor diesen Wesen, vor den Engeln und sagt, ja, ich habe das getan. Reicht das jetzt, dass ich weiterkommen kann? They said, no, you come 300 years later. Und wir sagen, nee, nochmal 300 Jahre mehr und dann machst du das und das und dann reden wir nochmal drüber. Yes. So, what you feel? Wie fühlt ihr euch in so einer Situation? Wenn ihr immer wieder vertröstet werdet, wenn ihr immer wieder abgelehnt werdet, weil es immer noch nicht genug ist, was ihr dort erreicht habt. You don't know where is your loved one. Ihr wisst nicht, wo eure Lieben sind. You don't know where your relatives are. Ihr wisst nicht, wo eure Verwandten hingekommen sind. This is a lot of sadness, actually. Da umgibt euch eine Traurigkeit, die möchte man niemandem wünschen. And you got stuck. You are alone, actually. Und ihr hängt dort fest in dieser Dimension und seid ganz allein. Time is not running for you. Und die Zeit ist euch kein guter Freund. Es tickt nicht für euch, sie läuft gegen euch. Yes. So ask me honestly, ne? Und wenn er mich ehrlich fragt. When I wake up, like the whole night, I'm just only coming back and writing, coming back and writing. So my night is very sleepless night. Ganz ehrlich, jede Nacht reise ich und dann komme ich zurück und schreibe auf. Dann reise ich wieder, ich komme wieder zurück und schreibe auf. So my night is. Und ganze Nacht ist zerstört. Ich weiß nicht, wo wir schlafen. Sleepless night. Es sind wirklich schlaflose Nächte. Yes. And then morning I have to bring this realization. Und am Morgen, wenn ich dann aufwache, dann muss ich das realisieren, was ich erlebt habe. Ich muss es in Worte fassen. Ich muss mir selber darüber klar werden, in welchem Rahmen ich es niederschreibe. Yes. So whole day is very much busy. Das heißt, mein ganzer Tag ist damit beschäftigt, das Geistige aufzuarbeiten. And the other activities. Und bitte anderen Aktivitäten, Zoom-Vorträge geben. I have to speak with people. Ich muss mit Leuten reden. So when I saw you sometimes, you was a giving flyer, yes? Und wenn ich euch manchmal beobachte, wie ihr die Broschüren gebt. Yes, you went. I was praying, God, I wish that whole week they never go home with me. Dann bete ich manchmal, oh Gott, bitte mach, dass sie nicht mehr von der Straße runterkommen. Die sollen die ganze Woche dort bleiben und Flyer verteilen. Bring their children also to you. Ja, und am besten ist, sie nehmen noch ihre ganze bucklige Verwandtschaft mit. You're not gonna do it. Ich weiß, das macht ihr nicht. But the value of this time is gonna come actually. Ja, aber das ist dieser Wert der Zeit, den ich mir für euch wünsche. Wenn ihr es realisieren würdet, wie wertvoll diese Zeit ist, dann würdet ihr anders mit dem Gut der Zeit umgehen. So, I don't expect so much, but I expect that you all at least can stretch the time and give every week at least 3 hour time to God. Or, this message or will of. Ich verlange nicht viel von euch, aber ich möchte, dass ihr von dieser Zeit, die ihr für Gott widmet, das Beste raushört, dass ihr alles ausdrückt, was ihr geistig bekommen könnt in dieser Zeit, damit es für euch zum Vorteil gereicht. Mindestens 3 Stunden. Ja, wenn es 3 Stunden sind. Mindestens. Du hast halt mindestens 3 Stunden. Minimum. Ja, mindestens 3 Stunden. Oder deal, let's put a very honest way, yeah? Deal if Jim is sitting here and he says, I'm not interested in your business. Lass uns mal annehmen, Jesus sitzt hier und er sagt, mich interessiert nicht, wie eure Geschäfte macht. I don't care, Peter, your fishing business. Ja, Petrus, mich kümmert nicht, wie deine Fischereigeschäfte laufen. I don't interested, you have a family problem. Sie interessiert mich auch nicht, dass du familiäre Probleme hast. You just come with me because yes, this is good news. Und das, was mich interessiert ist, komm mit mir, verbreite mit mir die frohe Botschaft. For the kingdom of God. Für das Königreich Gottes. How are you gonna deal with him? How are you gonna feel with him? Wie fühlt ihr euch mit Jesus dann? Yes. Der an nichts von euren Problemen Interesse hat, sondern nur nach seinen Sachen guckt. And so do, Elizabeth, close your shop. And come with me. Ja, der überhaupt nicht darauf achtet, dass sie davon leben muss, sondern so Elisabeth sagt, ey, mach deinen Bioladen zu, komm mit mir. Das alles steht forget this thing.
Come with me. It's no more logisch. You're gonna make an argument with Jesus. Ja, das wird euch irgendwie, das ist für euch dann nicht mehr logisch, so eine weltfremde. Und ihr werdet anfangen, mit ihm zu streiten mit Jesus. You say, Jesus, you don't understand our problem. Ihr werdet sagen, Jesus, du hast keine Ahnung von unserem Problem. So, das nicht. You think Jesus was stupid when he didn't listen to their social problem and say, I don't care and come with me? Glaubt ihr, Jesus ist dumm gewesen, als er gesagt hat, ey, lasst alles stehen und liegen und kommt mit mir? Glaubt ihr, er hat nicht gewusst, was euch bewegt? Maria Magdalena invite him food. Maria Magdalena hat ihn zum Essen eingeladen. And Marita, her sister was in the kitchen. Und die Schwester von Maria Magdalena, die Marita, war in der Küche. Then Marita was very angry. Und Marita war sauer. He says, you invite this teacher and this few people, and I'm in the kitchen actually. Ja, Maria Magdalena hat gesagt, ey, Marita hat gesagt zu Maria Magdalena, du hast die Gäste eingeladen und ich stehe jetzt hier in der Küche für alle. Was soll das? Yes. And she's in front of Jesus. Das hat sie vor Jesus lauthals verkündet, ja, ihr Unmut Luft gemacht. Jesus hat gesagt, that you cook for me. Und Jesus hat sie einfach eine Gegenfrage gestellt. Habe ich verlangt, dass du für mich kochst? Did I ask you? Habe ich dich darum gebeten? I even didn't expect from Maria Magdalena. Ich habe das noch nicht mal von Maria Magdalena erwartet, ja, oder verlangt, dass jemand für mich kocht. I want you to stand here, actually. Ich möchte, dass du dich hier hinsetzt und mir zuhörst. You see that? Seht ihr das? So many times in our worldly environment, many other things is much more important. What was not important for the Messiah? Und seht ihr das? Viele Male in unserem Leben sind weltliche Dinge viel, viel wichtiger. Wichtiger, vielleicht, die für Jesus überhaupt nicht wichtig waren. You see that? He was a Messiah too. Seht ihr, er war doch ein Messias. I'm a Messiah too. Auch ich bin ein Messias. I cannot talk this such a way, the way Jesus was talking. Aber ich kann mit euch nicht so reden, wie Jesus damals gesprochen hat. Well, you all gonna run away, actually. Denn ihr würdet sonst alle wegrennen. Yes. Wenn ich auf eure Probleme ein bisschen eingehe, würdet ihr mir alle den Rücken kehren. Wenn ich verlangen würde, euch zwingen würde, dass das müsst ihr unbedingt tun, ja? Dann würdet ihr gehen. Aber das ist genau die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat. Er hat seine Jünger gezwungen. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Today the Jesus said, you are very local. And gentleman to you. Und vor zwei Tagen hat Jesus zu mir gesagt, ey, Sahi, du bist richtig locker, du bist ein wahrer Gentleman für deine Mitglieder. I said, Jesus, you want my member rather. Und ich habe ihn gefragt, Jesus, willst du, dass meine Mitglieder von mir Reißaus nehmen? Sagt Jesus, guck doch, wenn ich nur einmal eine härtere Gangart einschlage, haben mich die Hälfte verlassen. That's right. It doesn't work in this world. Das funktioniert nicht in dieser Zeit. Und du hast doch selber kapiert, Jesus, das hat schon damals bei dir nicht funktioniert. Und die haben dich alle verlassen. Jetzt ist aber die Frage, hat Jesus recht oder liegt er falsch? Ja, unter dem Aspekt der Zeit hat er recht. Jesus, many points he was a 100% right. Ja, legt man nur den Wert der Zeit zugrunde, hat er zu 100% recht gehabt. Jesus weiß doch. All timing has no value in your spirit. Dass die andere weltliche Zeit nicht zum Vorteil für euren Geist gereicht. For example, you just say there, I invest my time to build my house. Sagt ihr, ich investiere hier meine Zeit, um ein Haus zu bauen. They will take the fallen angel, then go back. Dann sagen die gefallenen Engel, ja gut, dann geht zurück. Then, but where are you gonna go back? Because this house is gone. Ja, aber wohin wirst du zurückgehen? Das Haus ist doch dann schon weg. Nein, the house is gone. Ja, wenn it's gonna be divided in the air. Nimmst nichts mit. Takes only one week. Your children gonna make a divide the inheritance tree. This is my. Glaubt ihr, wenn ihr tot seid, braucht nicht mal eine Woche, da ist euer Hab und Gut unter euren Kindern aufgeteilt. If you don't wanna give me my inheritance, let have a versteigerung. Ja, und wenn ihr mal, die werden sagen, ey, wenn wir uns nicht einigen können, dann lass man das zwangsversteigern. Yes, I want to have this thing. Your house is not your house. Ja, dein Haus ist nicht dein Haus. And you, they say, I'm missing my partner. I'm a loving one. Und dann sagt ihr euch, ja, ich vermisse meinen Partner, den habe ich so sehr geliebt. But when they show this angel,
Look at your partner with me. Dann zeigen euch mal die Engel, wo euer geliebter Partner gerade ist und was er so treibt ohne euch. And this partner was saying somebody else. Und euer heiß geliebter Partner sagt zu jemand anderem. Schatz, ich liebe dich. Schatz, ich liebe dich. But before he died, she was saying same thing to him. Ja, aber bevor ihr abgekratzt seid, habt ihr genau die gleichen Worte an euch gerichtet. And you know what you do in spiritual world? Und wisst ihr, was ihr dann in der geistigen Welt empfindet? Ich kann nicht glauben. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Aber ich bin dann mindestens in 2, 3 Jahren ich bleibe alleine. Ich habe wenigstens erwartet, dass sie 2, 3 Jahre jetzt wie eine Nonne sehen. Ich bin ein bisschen schön. Dass sie in Plänen zerfließt. I cannot believe. Ich kann gar nicht glauben, was sie da treibt. Ja, sie ist so gut. Aber die hat ja nichts Besseres zu tun gehabt, aber ich leite nichts Besseres. Wenn du in your time in that day with you. Ja, und alles, wofür ihr eure Zeit auf Erden investiert habt, nichts davon ist mit euch ins geistige Leben gegangen. Ja, und die Engel sagen noch, geh doch zurück. Und ich frage, wohin soll ich denn zurückgehen? My body is burning. Ja, mein Körper ist doch gar nicht mehr da. Ich kann gar nicht zurückgehen. Yes. My children forget you. Ja, meine Kinder, die haben mich vergessen. Yes. My friends have forgotten me. Meine Freunde haben mich vergessen. Nothing what was before my is no more my. Was vorher einst mein war, ist nicht mehr meins. Yes. So in this case, in the end, they say, here. Two ears you give to God, this is your value. Ja, und am Ende sagen sie hier, ihr habt ein paar Jahre für Gott gegeben und das ist euer einziger Wert. Und ihr sagt, ja, ich habe aber 80 Jahre gelebt, warum jetzt nur so wenig Zeit? This 80 years is gone in your ignorance. Ja, aber die 80 Jahre sind verschwunden in eurer Ignoranz. Ignorance. And this 2 years also mit Samaxi. Und diese wenigen Jahre, die bei euch noch punkten können, die waren auch ein ganz durchwachsenes Zeitgefühl. So this timing, all creation is dividing. We should be, we belong to it. Ja, und diese Zeit, die ihr mitbringt, die wird ganz genau unter die Lupe genommen und dann entscheiden andere, oh, wo kommt ihr hin, in welcher Dimension? So in this case, when you came all in good dimension, I was making saldo. Oh, thanks God, there's no judgment came. Ja, und so sehe ich das. Als ich euch gesehen habe in der guten mittleren Dimension, da habe ich gesagt, Gott sei Dank, wenigstens haben sie es bis hierhin geschafft. Your und dass ihr mit mir sein könnt. Your spirit are looking a little bit different. Euer Geist sah ein bisschen anders aus. Some spirit look like a two-car accident. Einige Geister von euch sahen aus wie eine Knautschzone nach einem Verkehrsunfall. Some people in. But I'm gonna make a dent over there, yeah? Ja, aber dort können wir das alles wieder glatt ziehen. I'm gonna make a dent to give you seminar and guidelines. Ja, aber dort kann ich euch Seminare geben, euch führen. Yes, and over there, I'm gonna bring the video from high world. And then after I'll look at where I've been actually, yeah? Ja, und ich kann euch dort die Videos aus der hohen Welt mitbringen, kann ich sagen, doch mal, wo ich gewesen bin. But not here living in spiritual world. That was so, oh, wenn ich das gewusst hätte, ich war ganz anders. Ja, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich ganz anders. I would be other person. Und das sagen wir immer. Wenn ich das geahnt hätte, dann hätte ich das getan. Ein großer Satz. Hätte Fahrradkette. Yeah. So, I'm getting golden opportunity in spiritual life to have you in full dimension to bring you better dimension. Für mich ist das der Jackpot. Wenn ich die Möglichkeit habe, im geistigen Leben euch in der guten Dimension rauszufischen, dann kann ich doch was tun mit euch. Dann kann ich doch nach oben bringen. And you know, what was the basis that you all can came over there? Und wisst ihr, was der Grund war, warum ihr alle dorthin kommen konntet? If there was a judgment, wenn es nur nach dem Richten gegangen wäre, you were not there. Dann hättet ihr auch dort keinen Einlass gefunden. But you had a basis and timing which you had given
to God and God will and you have one heart for God. Aber ihr habt die Grundlage gelegt, weil ihr für Gott auf die Straße gegangen seid, weil ihr für Gott Zeit investiert habt. Und das war für euch der Jack. Ihr habt eine Grundlage geschaffen. Ja, aber man kann natürlich nicht spüren. Aber das Aussehen eures Geistes kann ich nicht ad hoc verändern, ja? Zauber kommt nicht in die Hölle. Würde ich diese im Steffen kommen her, ja? Ich schicke gleich wieder los. Ich weiß nicht, was er macht. He comes over there and but he's over there in good dimension. Ja, ganz egal, wie Stefan aussehen würde, auch wenn er sein Gesicht aussieht wie so eine Knauchzone, aber zumindest als Wrack ist er noch gekommen. Ich habe eine Chirurgie. Ich mache doch die plastische Chirurgie. So we are very lucky to for the of God has given you this opportunity. Doesn't matter how you look. Yeah. But many creation could not just say, okay, because of him, let him. Ja, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr dort seid. Das spielt keine Rolle, wie hässlich oder wie faltig ihr dort ankommt. Der Punkt, ihr habt es bis dorthin geschafft. No question is laughing. Yes, all creation God. They close the eyes, they let you come over there. Das ist die Frage, warum machen die anderen die Augen zu, wenn sie euch Wracks dort ankommen sehen? Warum lassen die euch da reinkommen? Yes, why they didn't make a hard judgment to you? Warum können die euch nicht richten oder warum verzichten sie darauf, euch richtig Maß zu nehmen? You have a tante or aunt for them? Seid ihr, habt ihr irgendeinen Verwandtschaftsrat mit denen? Nein. Nein, natürlich nicht. So why they did such a beautiful favor for you? Und warum tun sie euch dann diesen außerordentlichen Gefallen? Did you ever talk? Habt ihr jemals drüber nachgedacht? Yes. Weil wir unser Leben im Willen Gottes gewidmet haben. Nein. Okay, weil die Vorteile haben sie. The person brought you there. Yes. Weil du dann in ihre Dimension auch kommst. Right. Genau. They found me. Die haben doch jemanden schlafen. Was ist das? Eine Hand wascht mit anderen Hand. Ja. Eine Hand wäscht die andere Hand. If we do him clever. Der geistige Unfall bringt sein eigenes Reparaturteam. Ja, der geistige Werkstatt reist an. For example, mitleidig. For example, he was die Flying Doctors. For example, he was in a he fly and he was one wonderful dimension. Zum Beispiel, Simon war geflogen, war in einer wunderbaren Dimension. And one beautiful being, beautiful woman meet. Und eine wunderschöne Frau hat ihn getroffen. And he saw my picture in this, what was this? Where you go, sleep up? Freizeitpark. And this was bigger than this earth, actually. Er hat dort mal durchgesehen in einem Freizeitpark, der viel größer war als diese Erde. And she says, you don't need to pay anything. Und sie hat zu ihm gesäuselt, oh, du brauchst keinen Eintritt zu bezahlen. Because of your Vater. Wegen deinem Vater. Da liegt, yes? What do you think she was selling him kostenlos? Bindet ihr euch wirklich ein, sie wollte ihm kostenlos dienen? Or yeah. Him this, touching him this, and then she took him, sah him national, wie heißt das? Nashville Chicken. Man hat sie in ein Restaurant geführt mit Seid Nashville Chicken. Also das ist der Name von dem Restaurant. And she said to him, whoever come here, one beautiful woman all the time is with him. Ja, er sagte, wer immer hierher kommt, jedes Mal wird hier eine wunderschöne Frau mit dem Wesen dann sein. Und er hat es genossen, unser Simon. Und er hat die Rechnung jetzt schon. Und wer hat die Rechnung für den ganzen... Wer stand in der Küche? She was standing in the kitchen, because yeah. She loved to serve. She liked to check what's going on, actually, you know? Untypisch. He's not flying. He's not flying. Wolves flow, Carmen flow. And they hear the whisper, the voice of God. This
Married is because of your father. Und sie haben die Stimme Gottes flüstern hören. Diesen Vorteil kriegt er wegen eurem Vater. So what God was saying? So, was hat Gott damit gesagt? Wenn es nach mir ginge, ihr hättet den Vorteil von mir nicht gekriegt. You're getting because of your father. Das wird euch nur zuteil wegen eurem Vater. Yes, because they are doing the will of God with me. Ja, und das, weil sie den Willen Gottes mit mir gemeinsam. Ja, otherwise, God was saying, I would not do favor and this all creation would not do any favor either. Wenn das anders gewesen wäre, hätte ich ihnen den Gefallen nicht getan und auch die anderen Schöpfer hätten ihnen den Gefallen nicht getan. And who deserves your valuable time and who is your partner in spiritual work? Und jetzt fragt euch selber, wem gebührt diese wertvolle Zeit und wer ist euer wahrer Partner im geistigen Leben? Who will never disappoint you? Wer wird euch niemals enttäuschen? Who is it? What is God? Not I. God. God will never disappoint you. Gott wird euch nie enttäuschen. Yes. God will always will be there because the time you have given to God. Gott wird immer da sein wegen der Zeit, die er für ihn und seinen Willen auf Erden verbracht hat. That's why Jesus will. Since I cannot go to the higher world, but the timing which I give as a Messiah, God will not forget. Und deswegen weiß Jesus ganz genau, auch wenn ich jetzt nicht nach oben zu Gott gehen kann, aber Gott wird niemals diese Zeit vergessen, die ich als Messias für seinen Willen auf Erden verbracht habe. Yes, so value now, value. Das ist nun der Wert. Wert. All this creation, I could bring you wonderful middle dimension, where neutral dimension began. Yes? Ja, ich konnte euch in wunderbare Welten bringen, in diesen mittleren Welten, sogar bis an die Grenze zu den neutralen Welten. Yes. And you're looking around and say, where am I blue? Like, where am I going? Ja, und ihr könnt alle schon sagen, was wusste ich, dass mein blaues Licht ist, mein Gott. Yes. Ihr seid Pausierer des Lichts. And when you look around, then you see, you have more darkness than. Ja, wenn ihr an euch runterschaut, dann müsst ihr erkennen, dass da noch verdammt viel Dunkelheit in euch ist. And your, this light is loving you. Ja, und dieses Licht liebt euch. Where came this light? Und von wo kam denn dieses Licht, was ihr jetzt auf einmal in euch habt? Because you were loving God, actually. Nur weil ihr Gott geliebt habt. Deswegen hat sich das Licht in euch hintergesetzt. So obwohl ihr Dunkelheit noch in euch habt. Yes, because in loving God, the seed was there to open up and you got the light. Die Liebe Gottes war es, die den Samen in euch aufplatzen ließ. Ja, damit ihr Licht in euch sammeln könnt. And it's light. Since your darkness also to take you up. Yeah. This is not a love of God. Ja, und dieses Licht ist so gewaltig, dass es sogar eure Dunkelheit mit nach oben zieht. Yes, yes. How far God can magnet you? Ist das nicht ein wunderbarer Ausdruck von Gottes? That's a pain in light. That this person was loving me. Magnet you a bit more. Und Gott lädt dieses Licht an. Hast du nicht gesehen, dass dieser Geist mich geliebt hat? Zieh ihn noch ein bisschen weiter. A little bit more. Take him a ja. little bit. Und er yeah. Noch ein Stückchen weiter. Zieht ihn zu mir. But I saw this middle dimension where you was. Ich habe doch die mittleren Dimensionen gesehen, wo ihr landen werdet. I took you on the top of the mountain. Ich habe euch dort auf die Spitze der Berge geführt. 500 Kilometer was mountain. Ja, die hunderte Kilometer nach oben tragen. And I pushed you. Und ich habe euch auf der Spitze gestoßen. And you were saying, look, it's good. And first he was not friendly, and now he wants me to suicide. And now he wants us to be suicide. Das möchte uns von der Klippe stürzen lassen. I'm fighting with my. Yes, you all were gegen mich. Ja, die habt euch alle gegen mich verschworen. But I threw you everybody from the mountain. Ich habe euch alle runtergestürzt. I mean, we could not go so far. Wir konnten nicht so weit gehen. But where the storm when we was flying. Ja. You were saying, wow. Aber wir haben einander an den Händen gehabt und sind wie Sterne geflogen. Wow. Ich habe gesagt, oh Gott. Then you were saying one more. Er sagt, oh, lass uns das nochmal machen. Lass uns noch einmal fliegen. And many, many hundred kilometers when I jump, I said, God,
Send your lovely wind one more. Yes. Ja, und wenn wir unsere Runde gedreht haben, habe ich noch oben gerufen, oh Gott, bitte schick noch einmal deinen lieblichen Wind, dass wir noch einmal. And wind was taking und Gott hat mein Gebet gehört und hat den Wind geschickt, dass er uns noch ein bisschen. What else you want from me? Was anderes wollt ihr noch von mir? Yes. Sufis, who gave their life for God. Sufis, die ihr ganzes Leben für Gott gegeben haben. They go tree, they go high places and jump from there so they can fly a few kilometers away. Ja, die erklimmen Bäume oder erklimmen Berge und stürzen sich in die Tiefe, damit sie nur mal das Gefühl von einem Flug haben können. And then later on their spirit feel heavy actually. Ja, und nach diesem, die sind in einer anderen Dimension, die Sufis, ja. Und wenn die sich von diesen, selber von diesen Bergen stürzen, dann sind die danach so entkräftet. Das hat sie viel Kraft gekostet. Yes. Ja, und er nimmt uns mit und schubst uns runter, wir können ein paar Mal fliegen. So the key you have now in your hand actually. Ja, und macht euch klar, den Schlüssel zu all dem Glück habt ihr heute in den Händen. Yes. I feel even so much gewissen, conscience. I say, I go bicycle. Sometimes my family said, oh, come sit down in the car. I said, no, I go with bicycle. Ja, aber ich folge dem Ruf meines Gewissens, ja, dass ich, obwohl meine Familienmitglieder sagen, komm, setz dich ins Auto, wir fahren zusammen nach Frankfurt. Ich sage, nee, ich gehe mit meinem Rad und ich fahre meinen Weg bis nach Frankfurt. Because I know this timing which I'm giving winter or minus. This time will be account in the last. Ja, denn ich bin mir über 1% im Klaren. Yes. Die Zeit, die ich auf dem Weg verbringe, um eine Tätigkeit für Gott zu erfüllen, wird im geistigen Leben gezählt. Es ist also falsch, ganz schnell nach Frankfurt zu kommen, sondern lieber den unbequemen Weg nehmen, um noch mehr einzusacken. So from this dimension where I will take you, what will be the next value of God? We will continue, yes? If you want, I can continue, or if you want, whatever you want. Das ist Zwischenfrage. Ja. Wir hatten über die Regelung des Bösen gesprochen. Da hattest du schon. And very amazing. Soon I'm gonna finish, na? From here. I'm gonna shut my. Yeah? But right now is nothing happening. Ja, should kein Husten. Yes? That means the heaven, the Wesen and everybody say, speak, continue, nothing can happen. Und normal muss er sehr oft husten. Ja, muss das. Energie, aber jetzt die ganze Zeit hat er nicht gehustet. Yes. Wenn er so brennt für Gott, ja, dann ist irgendwie alles wieder. The green being and golden being and there. Because if so much they want, I should speak 1000 years. Ja, because sie möchten, dass ich 1000 Jahre darüber spreche. Because this all recording, this gonna help future. Denn das alles wird aufgezeichnet und hilft den zukünftigen Generationen. And they will see their chief spirit. They will see many spiritually and they will say, wow. Ja, und die werden im Gegensatz zu uns diese drei Geistwesen sehen können und werden dieses Phänomen dieser kleinen Runde ganz anders zu schätzen wissen und werden sagen, wow, dass das damals möglich war. So, what's going to be next lecture from this middle dimension? I will increase your birth, your value for. Ja, und das Nächste, was ich tun werde, ich werde euren Börsenwert etwas erhöhen in diesen Dimensionen, damit ihr noch weiter aufsteigen könnt. Hier legt ihr noch euren Kurs fest. Ja. Aber dort braucht ihr mich. Then take it time. Und der dort braucht es auch viel Zeit. Because there is no death. Dort gibt es keinen Tod. You cannot tell me, Solomon, yeah. I have to be now 7,000 here. Others say, yeah, but I'm 20,000 here. You be thankful that you got some good place actually to do. Ja, ihr könnt natürlich im geistigen Leben sagen, ja, ich muss jetzt 20.000 Jahre warten. Johanna sagt, ja, vielleicht muss ich 7.000 Jahre warten. Aber ihr müsst bei euch vergegenwärtigen, Gott sei Dank habt ihr einen guten Platz bekommen. Yes. In this case, you are actually very amazing people. Ihr seid ganz besondere Menschen in dieser Hinsicht. That you go by your own self, by your own. Ja, dass ihr aus Eigenverantwortung aufgrund eurer eigenen Herzenswärme raus auf die Straße geht. This account million time more than und das, the children pushing you all the time. Das zählt Millionen mal mehr, eure eigene freie Wahl zu treffen, als wenn euch jemand dahin prügelt. She's all the time and then she is angry, then he's sad.
This is not good for the member, actually. Ja, so hat Jesus damals mit seinen Jüngern gemacht. Ne? Yes. Immer wieder gedrückt und fest, geht, geht, geht. Er wollte sie natürlich motivieren, aber die wollten das nicht freiwillig. Das heißt, ihr geht freiwillig. Ihr habt die 12 Jünger schon alle übertrumpft. Oh, Jokos. Ja, bitte, bitte. Ich glaube nicht durch. Ja. Und zwar habe ich das offen. Wollte ich das jetzt aufschreiben, diese 8, wenn ich das richtig verstanden habe, die 8 Punkte Regelung des Bösen. Und ich habe jetzt bis zum eigenen Dünger kämpft, du hast Punkte. Ja, ja, genau. Das wollte ich jetzt fragen. Ja. Ich habe jetzt also, die ersten drei, kann ich das mal kurz. Ja. Die ersten drei, das war Sklave. Und dann kam ich der Diener. Ja, yeah. Und jetzt wieder kam Keil und dann habe ich Adel. Da war ich stehen. Ja, und dann kam die. Weiter sind wir noch nicht gekommen. Ja, machen wir das nachher Pause? Ja, ja, sicher. Ja. Ich gehe nicht wohin, ich bin nicht. Ich habe nicht gesagt, ich bin fertig. Ja. I don't want to ask questions. Und was machst du denn? Das war ein Zwischenklatschen. Ein Zwischenklatschen war. Ich habe gesagt, ich war schon. Ich habe das gesagt. Ja. Also, ich würde gerne Jesus finden. Yes, bitte. Or you will, I will decide your time again. You are hungry, was Mama, was ist mit Mama? Plan ist, für mich egal. Ich mache schnell die Suppe, esse es, schnell Reis kochen. Jetzt aber wer hat es noch nicht dann? Egal. Ja. Ich werde mich doch heute Abend dann auch Suppe ohne Brot. Nee, wir können auch Linsen mit Reis zuerst essen. Wir machen den ersten Gang. Mit Rucola und Salat und zweiter Gang, wenn Stefan da ist, gibt es dann die Rattop da. Stiefel und vorne und der gute Gardi ist auch da. Oh. Ja. Der klebt miteinander. Da ist er doch. Der fährt er auch. Stefan unterwegs. Ja. Ja. Also, ich habe jetzt gelernt, wenn ich auch manchmal denke ich, von uns aus dann nach weiteren Städten zu fahren, um mir Flyer zu verteilen. Ich fahre am besten 600 Kilometer, verteile da Flyer, dann bin ich immer auf dem guten Weg. Komm, ja, auch sofort gehen wir nach Lippstadt und du gehst nach Frankfurt. Das reicht mein Akku nicht. So weit. Taxi hat keine Benzin. Ich habe Ihre Prospekte verbreitet. Da ist auch nicht wo die nächste Möglichkeit ist. Ja, aber ich sage manchmal, bis da ist so weit oder so, ne? Aber dann ist das ja gar nicht alles. Prospekte nicht in fünf Prospekte verteilen. So, auch die Eitel. Ich kann Frank mehr fragen. Weil du war ganz der Zeitschrift. Do you allow me to think about it and later on? Ja, I'm ready. It's a moment I don't know. Ich glaube, ich brauche dich. Okay, okay. Okay, gut. Hier zu sitzen. Also, bis zu essen, die werden nicht bezahlt. Ja, okay. Ich wollte Wie lange wir essen? Ja, wir essen jetzt. Also